Willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und wir befinden uns heute hier in Wien, um in Wien nochmal ein bisschen das Trainingslager im Gym aller Gyms, das Gym, auszukosten. Heute nicht alleine, sondern in Begleitung von einerseits hier Patrick Teutsch und andererseits Peter Stark. Beide befinden sich aktuell in der Wettkampfvorbereitung für ihre Wettkampfseason im Herbst. Und ja, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so lang bis zu den nächsten Wettkämpfen, also beziehungsweise zu den ersten Wettkämpfen, 8 Wochen, 9 Wochen. Bei Peter nicht mehr ganz, ich glaube da sogar nur 4 bis 5 Wochen. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie die Form der Jungs aussieht. Wir werden bestimmt noch einen kleinen Formcheck machen. Den Jungs wird auf jeden Fall auch die eine oder andere Frage gestellt und ich bin gespannt, was der heutige Tag so bringt. Jetzt gehe ich einfach aber erstmal mit den beiden ein bisschen spazieren, dass die Jungs auch die Schritte reinbekommen und ich einfach noch ein bisschen mehr Schritte kriege, um mehr essen zu können, ne? Ohne ganz so fett zu werden. Also, jetzt geht's ab. So, Paddy, erzähl mal. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ich auf Diät. Jetzt bist du auf Diät. Wie lange befindest du dich schon auf Wettkampf-Prep? Seit Anfang Februar. Jetzt müsste ich Kopf rechnen. 30 also, Wochen schon? Nee, noch nicht ganz, aber ich glaube so 25 plus minus dürften schon sein. Ja, ja. Wie viel hast du insgesamt angepeilt? Von Start bis zum letzten Wettkampf? Ich glaube, zum Ende sind es ungefähr 40. Ja. Pi mal Daumen. Ja. 40 Wochen machst du mir Konkurrenz, ne? Ja, ich dachte mir, da das bei dir ganz gut geklappt hat, schließe ich mich dem Ganzen mal an und bis dato funktioniert das auch ganz gut. Yeah. Und nachdem wir gestern auch mal wieder das tolle Ereignis erleben durften, einen verspäteten Flug zu haben, sind wir heute Morgen auch schon relativ ermüdet aufgestanden. Ich zumindest habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie am ermüdetesten bin. Ich habe heute Morgen schon 3 Kaffee gesippt nach 4,5 Stunden Schlaf, aber für mich geht es heute auch eine harte Leg-Session. Während die Jungs eine Push-Session haben, ich denke, da ist es auch auf jeden Fall vertretbar, dann mal den ein oder anderen Kaffee mehr reinzuschieben, um für euch natürlich auch ein cooles Video zu produzieren und im Gym nicht als der letzte Lappen dort aufzutreten. Dementsprechend nach dem Schritt sammeln wird bestimmt noch eine Runde geschlafen, dann einen ordentlichen Booster installiert oder 2 Monster oder 3 oder 4 oder 5. Und Peter, ja? Wie lange bist du schon auf Diät? Seit Mitte Februar um ca. 22 Kilo. Das ist schon stabil. Wie viel Kilo hast du abgenommen seit Mitte Februar? 12. Also abzüglich dem, was so am Wasser rausging, initial wären es wahrscheinlich eher so 10 gewesen. Ziemlich gleich eigentlich, oder? Ich wette, dir geht's auch ziemlich gut, oder? Fix. Im Vergleich. Nein. Ja, doch. Okay. Ja. Gut, bei wie viel Kalorien bist du, Pete? 2000 so. Ja, 2000. Hört sich gut an. 22 Kilo, 2000 Kalorien. Bei wie viel Kalorien bist du? 3000, also zwischen 2,8 und 3 bewegen. Ja, also genauso entspannt wie bei Peter wahrscheinlich. Genau, ne? Genauso entspannt. Ja. 10 Kilo abnehmen mit 3000 Kalorien oder 22 mit 2000. Nach dem kleinen, aber feinen Spaziergang von ca. 5.000 bis 6.000 Schritten gibt es jetzt erstmal ein kleines Pre-Workout für uns und das eignet sich natürlich auch wieder perfekt, um dem Peter mal eine kleine Frage zu stellen und zwar, wie viele Mahlzeiten er aktuell so konsumiert in seiner Wettkampfvorbereitung bei 2000 Kalorien, das auf einem Körpergewicht von, ich glaube, 85 bis 90 Kilo müsste sich irgendwo bewegen, auf jeden Fall nicht mehr allzu viel ist. Also Pete, ich hoffe, das hier ist nicht deine komplette Mahlzeit, deine fertige Mahlzeit. Nein, ist es deine fertige Mahlzeit? Ja, okay. Das ist traurig. Nein, das ist nicht meine fertige Mahlzeit. Da kommt noch Proteinpulver rein, dann noch eine Lucky Crisps, ein bisschen Honig und Schoko, dunkle Schoko, genau. Hört sich eigentlich gut an. Ja, gut. Hört sich eigentlich gut an. Wie viele Mahlzeiten isst du aktuell in deiner Wettkampfvorbereitung pro Tag? Also es sind ca. 5-6 Protein-Feedings. Ein Shake ist da dabei. Also ich esse eigentlich alle 2,5 bis 3 Stunden. Ja, das ist schon krass. Ich im Vergleich, meine Freunde, habe in meiner Wettkampfvorbereitung tatsächlich nur 3 feste Mahlzeiten gehabt und einen Shake. Also ich hatte insgesamt 4 Protein-Feedings. Da sieht man auch schon mal immer so den ersten Unterschied. Aber so hat jeder natürlich seine Strategie, wie man am besten so die Ernährung in der Diät strukturiert. Viele Wege führen nach Rom, das ist auf jeden Fall klar. Und wir fragen natürlich auch gleich mal den Patrick noch, wie viele Mahlzeiten er so konsumiert und wie er seine Mahlzeiten dahingehend auch verteilt. Noch eine kurze Frage für zwischendurch. Und zwar, wie verteilst du so deine Makronährstoffe über den Tag? Hast du da jetzt eine spezielle Herangehensweise, wenn du jetzt sagst, okay, 6 Mahlzeiten am Tag, 5 bis 6 Mal Protein auch. Pre-Mahlzeit, Kohlenhydrate, Kohlenhydratlastig, Intro-Shake, Kohlenhydratlastig,
Post-Mahlzeit, kohlenhydratlastig, alle Mahlzeiten eiweißlastig und über alle Mahlzeiten das Fett dann gleichmäßig irgendwie verteilt. Hört sich auf jeden Fall gut an. Dann lass ich jetzt mal schmecken, Menü. Ich mache mir jetzt auch mal was. Ich habe mich doch für die Brötchen heute entschieden. Ab damit erstmal in den Ofen und mal schauen, was ich da noch auf Aufschnitt drauf machen kann. Sieht auf jeden Fall stabil aus. Ja, es wird noch besser, ne? Also jetzt hier willst du mal eine Sache wissen? Ich habe noch nie Reisflocken gegessen, Reisbrei. Schande. Nur Haferflocken. Schande. Weil I love Volume. Bescheid, ne? Volume. Teddy, jetzt habe ich eben den Pete schon gefragt, muss ich auch noch mal fragen, wie viele Mahlzeiten isst du bei deinen 3000 Kalorien? Jetzt haben wir hier den direkten Vergleich. Peter, 2000 Kalorien, 5 bis 6 Mahlzeiten. Wie sieht es bei dir aus? Das sind eher so 4 bis 5, aber morgens esse ich halt relativ wenig. Da habe ich jetzt immer nur einen Shake mit Banane, meinen Kaffee. Und dann fange ich eigentlich mittags erst so richtig an. Dann habe ich noch ein Pre-Workout, das heißt sind 3 Mahlzeiten. Und dann nach dem Training, ja, man könnte es jetzt als eine gebündelte ansehen, aber da ist schon ein bisschen Zeitabstand drin, also kommen nochmal 2. Also du machst halt bestimmt auch so eine cleane Mahlzeit mit Protein und danach bestimmt nochmal irgend so ein Dessert, oder? Was man so in der Diät irgendwie so schmeckt. Ja, aktuell kann ich mir noch so ein High-Protein-Eis leisten bei den 3000 Kalorien, worauf ich derzeit noch nicht verzichten mag, aber das ist das Eheste, was dann als nächstes rauskäme. Dann würde ich halt eher auf ja, noch einen süßeren Quark oder so. Ich habe einen Proteinriegel jeden Tag drin gehabt. Das war bei mir immer so, weil ich das High-Protein-Eis irgendwann nicht mehr reingefittet bekommen habe, war dann irgendwann einfach ein Proteinriegel drin. Ja. Und der war jeden Tag standardmäßig drin. So ein Proteinriegel und so ein kleiner Snack, meistens so 80 Kalorien Rittersport oder sowas. Das war dann so abends mein Abendessen. So, meine Freunde, und bei mir gibt es heute in guter Manier ein paar Brötchen, und zwar lange keine Brötchen mehr gezeigt hier als Pre-Workout-Meal mit ein bisschen körnigem Frischkäse zusammen mit ein paar Kräutern, ein bisschen was an Schinken, und dann habe ich mir hier noch einen kleinen Skier mit Bananen, Backkakao gemacht und Haferflocken drin aufgekocht. Wird auch sehr, sehr geil sein. Freue ich mich auf jeden Fall erstmal auf mein Meal und danach geht es auch schon ab ins Training. Für mich steht eine Leg-Session an, für die Boys steht eine Push-Session an. Wir gucken mal, was wir aus dem Training auf jeden Fall für euch noch filmen können. Also, lasst es mir erstmal schmecken. High off a round of applause, taking the cash to deposit. All of that talking is polished. Played out the gate, they sing praise, but I'm unapproachable, save it. Can't tell me shit. So, meine Freunde, wir gehen jetzt ab ins Gym, um eine ordentliche Leg-Session zu zelebrieren. Also heute ist auf jeden Fall einiges schief gegangen, das kann ich euch sagen. Aber wir sind jetzt endlich auf dem Weg, um eine ordentliche Trainingseinheit abzuarbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Training. Heute stehen extrem viele geile Übungen an mit Safety Bar Squat, mit einem Deadlift, mit Abduktoren, Adduktorenmaschine, Strecker, Beuger. Alles, was zu einem ordentlichen Leg Day auf jeden Fall dazugehört. Aber erstmal muss noch ein bisschen Koffein getankt werden. Also ich bin heute auf jeden Fall noch weit unter meinem Limit. Issues God don't even see. You can miss me with them empty gestures. I do more to get by without it. I'm a living legend. Was haben wir denn da? Qual der Wahl. Ich würde sagen, ene, mene, mu und raus bist du. Okay, weil eins nicht reicht, holen wir direkt mal 2. Wir haben gerade einen kleinen Formcheck für euch gefilmt, und zwar wird der bei Paul auf den Kanal kommen. Ihr seht ja schon geringer. Ich bin gerade riesig, aber ich habe schon Schuhe an. Also, wir sagen es. Es sind nur die Schuhe. Den Formcheck gibt es bei Paul auf dem Kanal. Der ein oder andere hat sich ja mal einen Vergleich gewünscht zwischen mir und Paul. Jetzt habt ihr einen. Ist auf jeden Fall relativ fair gewesen. Kein Punkt mehr. Ich kam gerade erst ins Gym, dementsprechend auch kein Punkt. Schreibt mal in die Kommentare von dem Video, was ihr davon haltet. Ob ihr mehr Videos zusammen mit Paul sehen wollt. Dann werden wir vielleicht noch ein gemeinsames Training abfilmen, solange ich hier in Wien bin. Und ansonsten würde ich sagen, geht es jetzt erstmal ab in eine Session. Wir haben 18 Uhr, 2 Uhr wollen anfangen zu trainieren. Wie immer. In diesem Sinne. Ab ins Training. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on.
Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I say the giddy, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cartier in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 waves. Kids if he won't take a lazy day. Wife, you want me, told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I'll get it done. I said it before, I'm a 101. I just count some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want the chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch? Jetzt haben wir hier die zwei Boys, sind schon fertig mit dem Training und zwar habe ich eine weitere Trainingsfrage für euch. Wie viel Volumen machst du jetzt gerade in der Diät im Unterschied zu deiner Offseason? Genau, gleich viel. Tatsächlich. Wie viele Sätze pro Muskelgruppe sind das bei dir ungefähr? Naja, im Brustbereich bewegt sich das innerhalb des Zyklus irgendwo zwischen 16 und 20 Sätze für die Brustmuskulatur. Armtraining liegt zwischen 6 und 8 Sätzen beispielsweise. Ist halt ein bisschen unterschiedlich von Muskelgruppe zu Muskelgruppe. Ne? Pete, wie viele Sätze machst du denn pro Muskelgruppe? Ja, gar nicht so viel. Also ich bewege mich da glaube ich so zwischen 10 und 14 hin und her. Gar nicht pro Woche? Ja, wo, wo. Aber wenn überhaupt. Bin ich mit dem Beat relativ gleich auch, weil ich mache auch ungefähr so 10 bis 14. Ich habe letzten Sommer gesehen, ich mache 6 Sätze für Bizep und für Trizep pro Woche. Schön zu halten. Frei zu reißen. Bei mir nicht. Genau, weil ich auch. Aus dergleichen, ne? Also, ich habe jetzt durch mit dem Training. Jetzt erstmal eine kleine Frage noch. Und zwar. Wie ist es, Pete, im Vergleich zu deiner letzten Diät bzw. zu den letzten Diäten im Hinblick auf die Kraftwerte? So, konntest du jetzt die Kraft noch halten in der Diät? Wie geht's dir damit aktuell? Hast du schon Kraftverluste? Wenn ja, wie fallen die aus? Also eigentlich kann ich Kraft richtig gut halten. Bin ja gut betreut vom Nick und der hat mich einfach immer weiter in stabilere Umfelde reingegeben. Also Übungsanpassung habe ich vorgenommen. Deswegen habe ich eigentlich noch Progress machen können und Kraft. Das heißt, immer noch? Ja, noch immer sogar. Also war echt great. Stabil. Ja. Sehr, sehr geil. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, also bei mir ist im Prinzip auch die Leistung konstant. Langsam ja, wird es ein bisschen schwieriger, die Stabilität beispielsweise beim rumänischen Kreuzheben so aufrechtzuerhalten. Da gibt es mal gute Tage, mal schlechtere Tage vom Feeling her. Aber im Brust- und Rückenbereich ist es tendenziell auch noch minimal weiter nach oben gegangen, bis dato. Also war auch in meiner Wettkampfdiät, glaube ich, so im selben Stadium auch noch so. Und dann kam jetzt irgendwann so 6 Weeks Out, 5 Weeks Out, da langsam auch so der Umschwung, wo man dann einfach versuchen musste, die Kraft irgendwie noch zu konservieren, so gut es geht. Also vom Progress war da halt eben weniger die Rede. Aber nichtsdestotrotz sind ja so kleine Anpassungen auch sowieso in Ordnung. Damit kann auch jeder leben. Man ist ja auch deutlich leichter, man hat deutlich weniger Kalorien zur Verfügung. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir äußert und bei dir jetzt im Vergleich auch vom Defizit her. Ne, weil du ja doch schon noch mal härter reinfährst und du ja eher so bist wie ich jetzt auch so vom Defizit am Schluss. Könnte sein, dass es bei dir vielleicht dann doch ein bisschen smoother läuft, aber Pete ist ja auch ein harter Hund so, dementsprechend wird schon gut werden. In diesem Sinne, jetzt geht's erstmal was essen und ja, vielen Dank bis hierhin, Männer. Abfahrt. Alles klar, meine Freunde, Training ist jetzt soweit auch durch. Heute auf jeden Fall einiges abgearbeitet bekommen. Jetzt gibt es erstmal ein wohlverdientes Meal mit einer Lightweight Chicken Bowl aus dem Das Anabol im Gym aller Gyms, Das Gym. Wenn ich die Bowl verspeist habe, ja, dann ist das Video auch zu Ende. Und dementsprechend lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten abonniert unbedingt meinen Kanal Daniel Kubik und vergesst nicht, einen Kommentar unter dem Video zu lassen. In diesem Sinne,